jedes Chaos hat natürlich eine Struktur im Hintergrund, die ihr natürlich nicht versteht. Ausgangssituation. Der wissenschaftliche Ansatz von Thiele. Die Grundthese der allgemeinen Systemtheorie. Ich habe also allgemeine Systemtheorie gemacht und da ist interdisziplinär. Da bist du von der Philosophie bis zur Kunst, saßen bei mir am Tisch, 16 Leute. Und die Grundthese der allgemeinen Systemtheorie ist, und jetzt ist es, also nur ein Satz, aber der, da kann man also 40 Jahre von leben, wenn man ihn richtig verstanden hat. Ein objektiv komplex dynamisches System. In der Dynamik ist schon das Irre. Nicht? Das kriegst du heute in der Globalisierung ja nicht mehr hin, diese Dynamik. Ist in seinen Strukturen, Prozessen und Umfeldern, innen und außen, nur zu erkennen, zu verstehen und somit zu erleben, wenn durch subjektive Reduktion im Augenblick, wenn durch subjektive persönliche Reduktion, Vereinfachung im Augenblick, das ist der Thielesche Ansatz, ein persönliches Abbild entsteht. Ein persönliches Abbild entsteht, das durch alle wesentlichen Sinne inspiriert wird. Das heißt letztlich durch den Kopf, durch den Bauch und durch die Seele. Objektiv. Da habt ihr für uns das Objektive. Komplex dynamisch. Nicht? Wie ihr das jetzt aufnimmt, wie der, der Schwede jetzt auf das Wasser, durch das Wasser geht. Das System ist nicht jetzt nur das Bild von Salzmann, sondern alles, was da drum ist. Wie wir gesagt haben, in seinen Strukturen, Prozessen, innen und außen. Zu erkennen, zu verstehen und somit zu erleben. Mit Körper, Geist und Seele und Bauch. So, und nun kann man aber nicht alles sofort aufnehmen in der Situation, im Augenblick. Denn was gestern oder morgen, die Zeit, die spielt gar keine Rolle, sondern der Augenblick. Musst du reduzieren. Subjektiv nimmst du aus der Komplexität, reduzierst du. Und damit entsteht ein persönliches Abbild des Seins, das durch alle wesentlichen Sinne inspiriert wird. Das ist die Entwicklung von Kant über Luhmann zu Thiele. Ziel des ersten Versuches, das jeweils ausgewählte Kunstwerk des Impressionisten. Nicht? Wir haben hier nicht einen Expressionisten oder irgendeinen hier einen aus der, was weiß ich, aus der früheren Zeit. Subjektiv im Augenblick mit ausgewählten Hilfsmitteln so zu realisieren, dass zum einen ein neues persönliches Abbild entsteht. Nicht? Das, was wir jetzt praktizieren, jetzt aus der allgemeinen, wie haben wir es jetzt transformiert, hier auf das Kunstwerk. Das jeweilige Kunstwerk subjektiv im Augenblick, ihr habt also 5 oder 6 Minuten mit ausgewählten Hilfsmitteln, so zu realisieren, dass zum einen ein neues persönliches Abbild, denn es ist ja euer Abbild. So, und jetzt kommt aber das Entscheidende. Zum anderen durch gezielte beziehungsweise kreative Synthese. Und das schafft niemand, meine Damen und Herren. In einer komplexen Struktur kriegst du immer die Analyse. Die kriegst du hin. Aber dann eine Synthese zu machen, ist tödlich. Alle Abbildungen, nicht, die wir jetzt machen hier, in ein innovatives Ganzheit zu bringen, der Inspiration. Für den jeweiligen Betrachter transformierbar zu machen. Also, die Synthese zu kriegen, dann es als innovative Ganzheit darstellen zu können und für den Betrachter von außen, also für den Fernsehzuschauer, dann individuell transparentbar zu machen, dass er daraus transformieren kann.
Mm-hmm.